So Leute, und willkommen zu einer... Was ist das? Oh mein Gott, ein Dimensionsloch, beziehungsweise ein Dimensionsriss ist erschienen. Und ja Leute, in genau diesen werden wir heute hineinfliegen. Und die meisten fragen sich bestimmt, oh mein Gott, Zero, wie hast du das gemacht? Und die meisten werden schon den Titel entnehmen können. Alter, kriegt man da wirklich... Ja Leute, man bekommt dort Palkia oder Dialga. Ihr müsst für dieses Event einfach drei der legendären, beziehungsweise ihr müsst einfach alle drei legendären Feen-Pokémon in eurem Team haben, und zwar Selfie, Turbots und Vesper, die ihr, wie bereits beim letzten Part gesehen habt, auch hier fangen könnt. Einfach in der unerforschten Höhle, die ist neben Moosbau City, ich flieg nochmal ganz schnell hin. Die ist hier, sobald ihr jeweilig drei Pokémon mit, ich glaube, maximaler Freundschaft im Team habt. Und dann erscheint hier, dann könnt ihr dort zu unterschiedlichen Zeiten eben diese drei Pokémon fangen. Aber schaut am besten mal mein Video vorbei, was ich auch ebenfalls hochgeladen habe. Aber Leute, darum soll es heute gar nicht gehen. Wir wollen in das dimensionale Loch fliegen und genau das tun wir jetzt. Da ist ein großer Spalt im Himmel. Um ihn herum scheint der Raum gekrümmt und verzerrt zu sein. Möchtest du in den Spalt fliegen? Oh yeah, baby! Und da hören wir schon. Bam! Palkia erscheint. Und ich finde geil, dass bei uns Palkia erscheint. Ich wusste nicht, ob Dialga oder Palkia kommt. Also beziehungsweise welches von den beiden jetzt hier bei mir bei Omega Rubin erscheint. Denn ich wollte das ganz gerne, ja wie soll man das sagen, so einfach random, so einfach selber sehen. Oh, 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 oh! Hilfe, ey! Da haut unser... Oh mein Gott, unsere gute Sera richtig rein. Palkia ist fast gestorben. Haben wir auch Bälle? Ja, wir haben Bälle. Wir haben 72 Hyperbälle. Sollte auf jeden Fall reichen. Und... ja, für mich, ich finde Palkia einfach besser als Dialga. Viele werden bestimmt sagen, was, Zero, du findest Palkia besser? Ja, ich finde Palkia besser, ganz einfach. Weil ich hatte damals Pokémon Pearl, damals, als ich noch klein war. Und genau das spiele ich auch gerade. Ah, das war ein Kill. Spiele ich auch gerade als Randomizer Nuzlocke mit Facecam. Ist ein sehr geiles Let's Play, meiner Ansicht nach. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und, keine Ahnung, ich fand Pearl einfach immer besser, weil es einfach, ich verbinde damit mehr als mit Diamant. Deswegen finde ich auch Palkia besser als Dialga, obwohl Dialga vom Aussehen, ja, schon fresh ist, muss man dazu sagen. Aber egal, darum soll es heute gar nicht gehen. Wir wollen auf jeden Fall dieses Palkia erstmal fangen. Aber ihr seht schon, das Ding ist echt nicht vom schlechten Eltern. Ein riesiger Wasserdrache, seine Special Move ist Raumschlag, wie wir gerade schon gesehen haben. Knockt sogar ein schönes Libeldra mit One-Hit aus. Und eins. Und zwei. Oh, schade. Ich dachte gerade, ey, das wäre jetzt ja richtig heftig mal. Und Hydropumpe. Ja, genau, da sehen wir schon. Diese Wasserkombination aus Wasserdrache. Fand ich damals mega geil. Dialga dagegen ist ja Stahldrache. Und wie gesagt, Dialga könnt ihr euch in Alpha Saphir holen. Also für alle Leute, die Alpha Saphir haben, braucht ihr gar nicht traurig sein. Ihr kriegt auf jeden Fall ein cooles Dialga. Und das ist auf jeden Fall auch richtig fresh, meiner Ansicht nach. Und apropos fresh. Fresh Water? Nein, danke gerade, Palkia. Ja, schnupper meinen Ball denn. Schnuppern die gut? Ich hoffe. Eins. Zwei. Drei. Schmecken die... What? Oh, verdammt. Ich dachte gerade. Verdammte Kacke. Aber nein, er mag meine Bälle doch nicht so extrem. Und ihr merkt auch, das ist die alte Musik aus Pokémon Pearl Diamond and Platinum, wie Morgan sagt. Die man im Hintergrund hört. Finde ich sehr geil, dass man die nochmal eingebaut hat. Das ist wie Pokémon... X und Y mit Mewtwo, da gab es auch diese geile, remixte Version von Pokémon Blau, Rot und Gelb. Das war einfach nur mega sick. Ich glaube, wer das nicht gesehen hat, damals meine Reaktion darauf, boah Leute, guckt euch das Video an, ey. Ich bin damals fast ausgerastet bei der Theme einfach, weil ist einfach mega krass. Und Raumschlag trifft und Alter, fast ein One-Hit auf unserem guten Turbots. Ich hoffe, Turbots kriegt das Ding jetzt mal gefangen. So langsam, aber sicher, wenn ich ein Palkia im Team habe. Oder auch nicht. Palkia, willst du nicht zu uns? Nein, er will uns lieber nochmal abkühlen. Wir nennen es abkühlen. Wie oft hat der Hydropumpe? Er müsste es eigentlich fünfmal haben, aber ich habe es gefühlte achtmal gerade schnapp bekommen. So fühlt es sich an, von einem Palkia zerberstet zu werden. Level 50. Ich hätte ja gesagt, Level 70 wäre es angemessen, weil man hat ja drei Pokémon Level 50 gefangen und da hätte ich so gesagt, so... Also Level 70 hätte das schon sein können, aber es ist wirklich nur Level 50. Natürlich leichter für mich zu fangen, weil ich jetzt auch nicht die so overpowerten Pokémon habe. Erdkräfte. Oh, wir haben Schwäbisch. Schade, mein Freund. Schade. Und gegen Selfie hat er eh keine Chance. Selfie ist ja von den Feen-Pokémon das mit der höchsten Death. Und viele fragen mich auch, ey Zero, du kennst dich so gut aus mit Pokémon. Warum hast du keine Wi-Fi-Battles?
Leute, das Ding ist einfach, ich habe zurzeit wenig Zeit. Ich muss auch noch ein 20.000 Abonnenten-Special machen. Erstmal danke dafür, Leute. Ich glaube, das Video kommt heute noch online. Ich hab, glaube ich, gestern die Abonnentenzahl geknackt. Ich habe mich irre gefreut, ganz ehrlich, Leute. Also 20.000 Zero-Nenten schon hier auf meinem Kanal, die einfach mal krass supporten. Und es freut mich einfach tierisch, so viele Leute einfach mit meinen Videos zu unterhalten. Das ist einfach so eine Sache, die ich mir damals gar nicht vorgestellt hätte. So, hey, ich mache jetzt irgendwelche Videos auf YouTube und... Naja, egal, ich weiß noch nicht ganz genau, was für ein Special ich mache, aber das werdet ihr ja noch im Laufe des Zeitraumes sehen von nächster Woche, denn ich werde mir irgendwas Cooles überlegen und dann werdet ihr auf jeden Fall auch auf eure Kosten kommen. Denn ich denke, das Special wird irre witzig werden oder es wird einfach mega episch werden oder... Keine Ahnung, ich mache irgendwas richtig Komisches. Ihr kennt mich ja, ich bin da sehr kreativ. Oder ich drück mich, je nachdem. Ich überleg mir noch was. Ich muss was überlegen. Diesmal ist es echt was Besonderes, weil... Hey, ich bin 20, ich habe 20.000 Abonnenten. Das ist wirklich so... Schon so ein Grund, was Größeres zu machen, sag ich mal. Aber langsam muss mal Palkia hier in den Ball gehen. Palkia? Eins? Zwei? Tu es für mich, für die 20.000... Oh, ja, scheiß auf die 20.000 Abonnenten. Okay, Palkia, ich mach den Deal. Wenn du jetzt in den Ball gehst... Wir nehmen sogar einen Tauchball, wenn du willst. Ein Tauchball. Wenn du jetzt in diesen Tauchball gehst, ne? Dann fahre ich zu Subway, hol dir ein extra großes Sub und du darfst... Ach, keine Ahnung. Erstmal... Ach, verdammt. Vergessen wir es. Er mag kein Subway. Er ist Vegetarier. Obwohl, Vegetarier... Was habe ich denn für einen Vegetarier? Vielleicht ein Premium-Ball? Premier-Ball? Willst du vielleicht den Premier-Ball haben? Ist schick. Ist weiß. Hallo, ist... Ja. Oh, doch nicht. Wie kann man einem Palkia einen Gefallen tun? Habt ihr da irgendeine Idee? Vielleicht Hyperbälle schmeißen bis zum geht nicht mehr? Wäre eine Idee. Hey. Eins. Nein, das hilft garantiert auch nicht. Das Ding rastet einfach aus mit Erdkräfte. Oder eben auch nicht. Frag mich ehrlich, was diesem Palkia gerade vorgeht, so. Okay, was soll ich tun? Soll ich jetzt in den Ball gehen? Oder soll ich jetzt einfach sagen, nee, heute nicht. Ich mache lieber Schwebe, ich mache lieber Erdkräfte und das Pokémon hat Schwebe. Das ist viel witziger. Genau, weil ich einfach mal gar nicht treffe. Sehr gut, super Idee. Ganz ehrlich. Ja, mach deinen Raumschlag. Du bist ein Critical, genau. Das arme Selfie tut mir gerade echt richtig leid. Aber egal, wir haben noch andere Pokémon. Wir haben auch Nixter Jigster. Eigentlich müsste ich mal bei ihm jetzt eine Mega-Entwicklung machen, damit er einen Erdkräfte aushält. Aber no risk, no fun, meine Freunde. No risk, no fun. Ihr kennt das ja. Auweia. Okay, da hätte... ja. Da hätte die Mega-Entwicklung, glaube ich, auch nichts gemacht. Ich glaube, wir wären noch so fast drauf gegangen. Durch die Robustheit haben wir gerade noch überlebt. Und das Ding sagt sich einfach, leck mich am Zickerli. Es gibt einfach mal einen Feuchten drauf. Und wir haben nur noch ein Pokémon, oder? Ich glaube ja. Es ist ein Vesprit. Und ein Vesprit weiß ich nicht, ob es einen Raumschlag überlebt. Also bitte, lass den Raumschlag bitte da, wo er ist. Oder geht's bitte in den Ball rein? Bitte? Nicht sehr nett. Gar nicht nett. Ich glaube, wir sterben, Leute. Ich hab so das... Oh, wir haben noch einen Top-Beleber. Soll ich wirklich einen Top-Beleber? Ja, komm, no risk, no fun. Top-Beleber und Selfie, Selfie, Selfie. Last but first, let me take a selfie. Hält das aus. Erdkräfte. Get sacked. Ich würde sagen, es wird Zeit für einen letzten Luxusball. Das ist bestimmt so ein luxuriöses Pokémon. Im 5-Sterne-Hotel. Nein. Nein, 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 nein. Einfach nein. Das Pokémon scheißt einfach auf alles. Es sagt so einfach, ja, ich will nicht in den Ball. Nein, nein. Du hast schon 20 Bälle auf mich geschmissen, aber 21 geht immer. Vielleicht auch 22. Ist auch eine geile Sache. Aurasphäre.
Ist jetzt nicht sehr effektiv, tötet uns auch nicht. Von daher ganz gut. Aber ich frage mich ehrlich, wie lange soll das dauern? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Eigentlich habe ich heute noch was Wichtiges vor. Aber ich glaube, das freut Piker gerade ziemlich sehr, dass er mich so trollen kann. So, ja geil, er hat was vor. Ach, nö, heute verbringt er den ganzen Tag mit mir. Wenn der Part eine Stunde lang ist, Leute, dann könnt ihr auch gerne vorspulen. Macht mir in diesem Falle gar nichts aus. Ich würde sogar verstehen. Ich hätte auch keinen Bock. Alter, Selfer sieht aus, als ob er so einen Turban auf dem Kopf hat, ey. Warte mal. Die Idee. Wir setzen gerne ein. Warum bin ich nicht vorher auf diese Idee gekommen? So, Statusveränderungen verhelfen doch jemanden, ne? Das Pokémon zu fangen. Und das Ding, es greift nicht nur an, es schläft. Das ist eine gute Idee gewesen, meiner Ansicht nach. Wenn das Ding jetzt in den Ball geht, ne, dann raste ich aus. Maga, du schläfst nicht mal. Das zählt nicht. Hallo? Willst du mich verarschen? Oh, das schläfrige Pokémon Palkia. Hallo. Oh mein Gott, Leute. Wir haben Palkia gefangen und damit verabschiede ich mich für den heutigen Part. Wenn ihr noch weitere legendäre Pokémon von mir sehen wollt, dann schaut auf meinen Kanal vorbei oder schreibt es in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen sollt. Von daher haut rein, bis zum nächsten Part und ciao. Euer Zero. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und schreibt mal eben, wie gesagt, euer Feedback dazu in die Kommis.